Es ist Krieg in Europa. Viele Menschen sterben. Nicht nur Soldaten, auch Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder, junge Leute, alte Leute. Krankenhäuser werden bombardiert, ganze Wohnblöcke werden dem Erdboden gleichgemacht. Und das alles nur, weil ein zu klein gewachsener autokratischer Potentat seine Großmachtfantasien auslebt. Das war eine dunkle Zeit in den 30er, 40er Jahren in Deutschland und Europa. Und aus dieser Zeit stammt dieses Auto, mit dem ich heute unterwegs bin. Ein Tatra Typ 87. Selbst für heutige Verhältnisse wirkt ein Tatra Typ 87 noch futuristisch. Was müssen da erst die Leute 1934 gedacht haben, als die Form mit dem Tatra Typ 77 auf der Internationalen Automobilausstellung in Berlin vorgestellt wurde? Zur Erinnerung, die automobile Oberklasse in Deutschland bestand zu der Zeit hauptsächlich aus Mercedes-Kompressorwagen und Horch. Lange Motorhauben, freistehende Kotflügel, große Scheinwerfer, die auf den Kotflügeln aufgesetzt waren. Aber gegenüber einem Typ 87 wirkt ein Mercedes-Kompressor und ein Horch 853 wie von vorgestern. 1937 kam der Tatra Typ 87 auf den Markt. Maßgeblich verantwortlich für die Konstruktion waren Hans Lettwinker und Erich Übelacker. Beide nutzten Erkenntnisse aus dem Flugzeugbau, um den Typ 87 aerodynamisch zu gestalten. Ganzstahlkarosserie, in die Karosserie integrierte Scheinwerfer, wenig abstehende Teile, versenkte Türgriffe und eine große Heckfinde sollten den Strömungswiderstand reduzieren und bescherten so dem Typ 87 einen sensationell guten CW-Wert. Die Form des Tatra Typ 87 erinnert stark an die Form des KDF-Wagens, dem späteren Volkswagen Käfer. Das liegt daran, dass die beiden Ingenieure Lettwinker und Ferdinand Porsche sich kannten und natürlich hat man geschaut, was die Konkurrenz so macht. Tatsächlich gingen Lettwinker und Tatra die Ähnlichkeit aber zu weit und sie klagten gegen den neuen deutschen Volkswagen wegen Patentrechtsverletzung. Die Klage musste dann aber wieder ganz schnell zu den Akten gelegt werden, als 1938 die deutsche Wehrmacht Teile der Tschechoslowakei besetzte. Aber nicht nur die Karosserie des Tatra Typ 87 war innovativ und modern. Der Motor ist es auch. Es ist ein luftgekühlter 8-Zylinder-Motor in 90 Grad V-Form mit 2 Ventilen pro Zylinder. Und er besteht aus Leichtmetall aus einer Elektronenlegierung. 90% Magnesium, 10% Aluminium. 3 Liter Hubraum und 75 PS reichen aus, um den Wagen auf 165 km/h zu beschleunigen. Als Dauerreisegeschwindigkeit gibt Tatra 135 km pro Stunde an. Für damalige Verhältnisse sind das absolute Spitzenwerte. Form follows function. Das ist das Motto beim Tatra Typ 87. Man findet keine überflüssigen Details, man findet keinen üppigen Chromschmuck. Insgesamt entstanden knapp über 3000 Exemplare von dem Typ 87 und er wurde noch bis 1950 gebaut. Unser Exemplar stammt aus dem Jahr 1942 und war eine Erstauslieferung an die Deutsche Reichspost in Karlsbad. Das Exemplar hat den Krieg überdauert, war jedoch in einem bemitleidenswerten Zustand und wurde von einem angesehenen Tatra-Spezialisten ohne Rücksicht auf Kosten und Mühen restauriert, bevor es dann den Weg in unsere Sammlung fand. Ihr wollt den Tatra Typ 87 live sehen? Ihr könnt ihn sehen. Bei uns im PS-Speicher-Depot Automobil als eins unserer Highlight-Exponate. Oder aber ihr besucht uns auf der Techno-Klassiker in Essen. Vom 23. bis 27. März in der Halle 1. Also kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.